Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Paper Mario und Origami King. In der letzten Folge haben wir Chubbs' Pyramide erfolgreich von dem Locher befreit. Es hat sich eine Grube aufgetan beim Solartempel, aber erstmal werden wir uns Sniffet City anschauen, das wahrscheinlich nicht mehr Sniffet City ist, weil die Toads ja jetzt wieder ihr Leben da leben. Dem gehörte das nämlich vorher. Und ich bin jetzt gespannt, ob die Sniffets wirklich weg sind oder was hier abgeht. Mir fällt gerade auf, wir haben die Toads ja auch in Toad Town schon wieder zurückgeholt. Ja, jetzt sind hier überall die Toads. Sind die Toads vielleicht sinnbildlich für die Menschheit? Und die Menschen vertreiben einfach alles, was ihr nicht gefällt? Oh mein Gott, sind die Toads die Bösen in dieser Welt? Aber guck mal, ein paar Snippets leben hier trotzdem noch. Leben die jetzt einfach zusammen? Ja, tatsächlich. Okay, dann nehme ich das zurück, was ich eben gesagt habe. Und guck mal, die freuen sich hier, dass sie zusammen wippen können. Hast du endlich einen Partner gefunden? Ah, runter, rauf. Ja, das macht Spaß. Rauf, runter. Kann man auch anders verstehen, aber gut. Ja gut, also die leben hier in Wohlklang zusammen. Oh, ein neuer Shop. Ich glaube, den hatten wir hier vorher nicht. Ist gar kein Shop. Na gut. Schade aber auch. Das Blöde ist, die haben hier trotzdem nicht die Treppe heil gemacht. Wie kommt denn dieser eine Toad da oben hin, wenn hier keine Treppe ist? Komische Leute, ich verstehe das nicht. Nein, wir sollten ja einmal in den Palast rein, weil der nette DJ uns hier was vorspielen wollte. Yeah, oh, das ist viel krassere Musik als vorher. Oh nein, der eine Snippet wird jetzt abgelöst da hinten. Er darf nur noch so tun, als wenn er überhaupt irgendwas macht. Yo, spitzenmäßig dich wiederzusehen. Oh, er hat all seine Discs zurück. Ich werde niemals mein Set spielen können, oder? Oh, das tut mir voll leid. Tut mir leid, dass ich den DJ wieder hergeholt habe. Oh mein Gott. I'm so sorry. Okay, also wir haben Sniffet City für die ganzen Sniffets doof gemacht. Aber ist nicht mein Problem, Leute. Ist überhaupt nicht mein Problem. Und hier hinten ist aber noch ein anderer Toad, wo wir auch schon mal verloren hatten. Wo Luigi da oben drin war. Oh, es ist so fast, dass dieser Stadt einfach herrenlos hier in der Gegend gestanden war. Noch dazu mit dieser komischen alten Lampe. Ich hab den dann mal übernommen. Hier, das ist für dich. Jetzt habe ich keine Lampen mehr. Na, dann mache ich den Laden mal dicht. Toll. Ja, ich werde die nicht alle ansprechen, aber wir können jetzt hier hoch, weil hier die ganzen Sachen weg sind, die davor im Weg standen. Und hier, da oben ist der Toad. Hier ist komisches im Gras. Vielleicht der hier? Ja, ich kann ja nichts machen. Ich muss da doch irgendwie reinkommen. Also, man kann zumindest auch auf diese komischen Dinge hier rauf. Und dann kommt man hier auf die weitere... Das kleine Toad versteckt. Oh, siehst du auch lauter lila und grüne Lichter oder geht das um hier so? Mach einfach mal die Augen auf. Ja, also Leute, wenn ihr eine Idee habt, wie ich da hinten an diesen komischen Toad rankomme, dann schreibt mal die Kommentare, weil ich sehe hier wirklich überhaupt gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Wie soll ich hier vorbeikommen? Die Münzen implizieren halt, dass man von dem Stand da oben hier irgendwie hingehen soll. Und er hat irgendwas gesagt von wegen, die Büsche hier sind komisch. Aber ich kann halt auch nichts mit den Büschen machen, weil viel mehr als springen und hämmern kann ich nicht. Ja, also ich komme nicht drauf. Dann ab zum Solartempel, whatever. Und da sind wir auch schon. Seht mal, der Tal hat sich geöffnet. Also dann nicht sie rein. Düster. Also ich erwarte, wie gesagt, dass hier Chubbs irgendwie unten ist. Und es ist ganz schön kalt. Oh Gott. Hey, wartet mal. Was so ewig aufgeschobene Prüfungskorrektur ist das denn? Was siehst du? Mr. Professor, oh mein Gott, ein eingefrorener Toad. Ist das der Eisbrocken, mit der die Titanic untergegangen ist? Oh, das ist ein Special Toad. Sieht ein bisschen aus wie der Boss aus einem vorherigen Paper Mario Teil. Oh, es ist der Kapitän. Wir müssen ihn retten. Der Kapitän also. Okay, du machst dein Ding, ich mach mein Ding. Wie überall die Kühlschränke sind, das ist schon funny. Aber ich hab doch das Feuer-Pegamon-Tor. Chill mal. Verwandel dich, Mrs. Olivia. Ja, ich bin jetzt ein Feuerding. Feuer. Yeah. Toller Song, Olivia, ganz toller Song. Wir haben den Kapitän gerettet. Ist das der echte, wahre Kapitän? Weil einen anderen Kapitän hatten wir doch schon. Oh nein, er bewegt sich nicht. Ich hoffe, er lebt noch. Vielleicht soll ich ihm ja mal Feuer unterm Hintern machen. Oh, das wird nicht nötig sein. Papier brennt nicht gerade drauf, mit Feuer in Kontakt zu kommen. Wenn ich mich kurz vorstellen darf, ich bin Kapitän Toad. Ich habe Ionen in diesem arktischen Gefängnis verbracht, doch jetzt liege ich nicht länger auf Eis. Verzeihung, Kapitän. Wissen Sie zufällig, wo der alte Falter aus der Überlieferung ist? Oh, Milch und 3 Stück Zucker in meinem Kaffee, bitte. Was? 3 Stück Zucker im Kaffee? Oh Gott. Ei, Kapitän, ich mache mich an die Arbeit. Vielen Dank, du merkwürdiges Wesen. Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Wir sehen uns, meine Freunde. Aber was ist denn jetzt mit Ihrem Kaffee? Alle Toads gerettet in der großen Sapirwüste, ja. Ist aber schon eine sehr ausgefallene Methode, irgendjemanden einzufrieren, oder? Ach, ist das hier auch... Das ist Steak, ne? Ist auf jeden Fall Fleisch.
Einfach ganz viele Kühlschränke hier gepackt, damit sie den Kapitän einfrieren. Aber wer hat den Kapitän eingefroren? Und warum wurde er eingefroren? Der ist auf jeden Fall jetzt auf dem Weg zum Museum, weil da ja sein Schiff ist. Heißt, wir werden auch auf dem Weg dahin sein. Ob uns da unser Archäologenfreund mit hin begleitet, bin ich mir unsicher. Aber auf geht's zum Schiff! Oh, hey, ich bleib lieber hier. In der Wüste fühle ich mich wohler. Okay, das hat meine Frage auch geklärt. Dann bye bye, mein Archäologenfreund. Ich werde sie sehr vermissen, eventuell. Ach, guck mal, die Röhren hier haben sogar dieselbe Farbe wie die Luftschlangen. Die nächste Luftschlange ist die lila, ne? Die wird im Ozean sein. Und dann fehlt noch die grüne und die gelbe. Oder die, was ist das denn hier eigentlich für eine Farbe? Leute, schreibt es in die Kommentare. Was ist das hier für eine Farbe? Ich weiß es nicht. Egal, auf zum Museum. Kleiner Toad, ist hier irgendein Kapitän vorbeigekommen, der vielleicht ein bisschen steif war? Nein, niemanden gesehen! Okay, das ist sehr merkwürdig, denn das hier ist doch sein Schiff. Das ist jetzt merkwürdig. Ist er den langen Weg gelaufen? Ahoi, Matrose, haben Sie Captain Teahout gesehen? Nein, nicht gesehen! Okay, sehr schade. Hä, wo ist denn der jetzt hin? Tja, keine Spur vor ihm. Dann gehen wir einfach zur lila Luftschlange und die soll irgendwo auf dem offenen Meer sein, deswegen lass uns aufbrechen! Ohne Captain Teahout. Oh, die Musik ist richtig schön geworden in Toad Town hier. Am Anfang war die so ein bisschen düsterer, jetzt ist die aufhellend. Oh, schaut mal. Da ist die violette Luftschlange. Sie zieht sich über den weiten Ozean. Sieht ja ziemlich lang aus, wie weit sie wohl noch geht. Der weite Ozean ist ja, naja, wie gesagt, riesig. Da sollten wir besser nah an der Luftschlange dranbleiben. Das ist eine sehr gute Idee. Aber ich möchte eigentlich lieber auf diese kleine Insel, die wir unten links hatten. Das hat jetzt auf jeden Fall ein bisschen Zelda Wind Waker Feeling. Oh Gott, ist das ein Grabstein? Insel der Kämpfe. Die Revanche-Insel. Hier durch, dann geht's zur Sache. Okay, also werden wir hier wahrscheinlich kämpfen müssen. Ist die Frage, ob gegen Bosse oder gegen kleine Wesen. Willkommen, Krieger der Wellen. Auf dieser Insel erwartet dich 7 mächtige Pappmacho-Gegner. Wenn du sie besiegst, sollst du belohnt werden. Für jeden Sieg erhältst du mehr oder mehr Münzen. Fallen jedoch deine Kraftpunkte auf 0, Game over. Du verlierst die Runde und alles Erkämpfte. Der Einsatz von Pilzen ist verboten. Überleg dir gut, ob du noch einen Sieg weiterkämpfen willst oder nicht. Genug der Worte. Die Insel will Kämpfe sehen. Ring frei für Runde 1. Sind das jetzt wirklich nur diese riesigen Dinger, die man von hinten angreifen muss? Ja, okay, das wird sehr, sehr einfach, Leute. Das ist doch gar kein Problem, das ist gar kein Problem. Jetzt hätte ich zwar gerne irgendwie eine Ausweichrolle oder sowas. Oh mein Gott, ist das episch. Aber funktioniert das so? Ring frei, Pappmacho Gumba. Wie das Publikum einfach mitjubelt. Das ist ja mega geil. Okay, aber die Pappmacho-Gegner, die waren doch alle eigentlich relativ gleich. Sollte eigentlich kein Problem sein. Yo, die sind krasser als sonst. Die hatten nämlich drei. Die hatten drei von König Ollis komischen Stickern da. Oh mein Gott. Pappmachos Deluxe einfach. So, jetzt ist er aber tot. Gewonnen! 100 Münzen Preisgeld. Runde Nummer 2. Mach dich bereit für den Shy Guy Pappmacho. Auch kein Problem. Der macht halt genau dasselbe. Oh, er ist ein bisschen schneller unterwegs als der Goomba. Oh, der ist tatsächlich schlauer als der Goomba. Das ist ja heftig. Aber gegen mich hat er trotzdem keine Chance. Bam! Runde Nummer 3 gegen den Pappmacho Koopa. Oha, okay, der ist heftig. Vor allem, es gibt so eine Bande, gegen die er einfach gegnern kann. Ah, und er ist so schnell. Jo, 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 jo. Okay, oh fuck. Okay, der ist wirklich heftig. Oh, gerade noch erledigt. Der hat mir 60 Leben einfach abgezogen. Wow. Was für eine Runde. Dafür kriegst du 1000 Münzen. Aber kannst du auch Runde 4 überleben? In Runde 4 wartet der Pappmacho Buhu. Fuck, was konnte denn der Buhu nochmal? Ah, er kann sich auf jeden Fall unsichtbar machen. Das ist natürlich, oh, ein bisschen böse. Hä, wie lange war... Oh nein. Jo, hä, wie soll man den denn ausweichen? Warte, nee, man muss den angucken, ne? Genau, wenn man ihn anguckt, dann hat er nämlich gar keinen Bock mehr. Okay, also ich muss ihn an mich rankommen lassen. Und dann cockblocken. Und dann schnell auf seine andere Seite. Und ihn... Und ihn anhauen. Ja, okay, das funktioniert. Nice. Juhu, hey, der fährt einfach immer schneller. Oh mein Gott. Krasse Leuchte. Gibt's dafür 2000 Münzen? Tatsache. Okay, also hier kann man richtig gut Münzen farmen auf dieser Insel. Nicht schlecht, mein Lieber. Kommen wir zur vorletzten Runde. Runde Nummer 5 und dein Gegner wird sein ein fliegender Koopa. Was konnte der? Oh mein Gott, okay, wie lange visiert er denn einen an? Fuck, okay, habe ich überhaupt schon mal gegen einen fliegenden Koopa gekämpft? Ich bin mir nicht sicher. Man muss...
Nee, man muss ihn vorne angreifen, ne? Wenn er ihn gerade angreift. Oh Gott. Wenn ich halt verliere. Ich glaube, ich muss einfach. Nee. Wenn der mich tötet, dann verliere ich halt all meine Münzen. Ich will aber nicht ausweichen. Nee, ich weiche nicht aus. Fuck, ich krieg's nicht hin. Wenn er mich noch einmal trifft, dann habe ich alles verloren, was ich auf mir aufgebaut habe. Hier, warte. Ich werde ausweichen. Nee, ausweichen bringt aber auch nichts. Ich muss ihn garantiert angreifen. Oder muss ich ihn gegen die Bande knubbeln? Das kann auch sein. Oder aber... Nee, das wird nichts. Ich muss den von vorne angreifen, wenn er mich gerade angreift. Sonst wird das nichts. Ich muss das einfach nur ganz gut abtimen. Nee. Einfach nicht möglich. Der war einfach viel zu schnell. Meine ganzen schönen Münzen, nein. Und auch noch Game Over. Ich habe nicht gespeichert. Wo habe ich denn gespeichert das letzte Mal? Ah, okay, hat gespeichert, als man auf die Insel gekommen ist. Ja, kacke. Runde 5 war einfach zu krass. Nee, lass weiterfahren. Die Insel ist doof. Aber 3600 Münzen könnte man easy hier immer wieder farmen. Schade, ich hätte gerne den letzten Gegner gesehen. Heißt, wir werden einfach der Luftschlange folgen und gucken, wo sie uns hinführt. Blöde Amber's Peach interessiert uns gar nicht. Es sei denn... Nö, interessiert uns nicht. Da war ja noch ein Schatz drauf, aber ich weiß nicht, ob wir den wirklich bekommen. Guck mal, hier ist die Luftschlange. Hä, die geht einfach ins Wasser? Wie sollen wir ihr denn dann folgen? Ja, tauchen, ne? Jetzt dein Ernst oder was? Ich komme da gar nicht hin. Okay, dann folgen wir ihr einfach mal... Ach nee, da geht sie natürlich zum Schloss hin. Hi, oder? Maschinenstopp! So einen Nebel habe ich ja noch nie gesehen. Man sieht ja die eigene Nase nicht, wenn ich eine hätte. In dieser Suppe würden wir uns nur verfahren. Wir müssen beidrehen. Oh, hätten wir nur eine Seekarte. Kennt ihr vielleicht den Kapitän Cheout? Man sagt, er kennt die Wellen alle auswendig und hätte eine mysteriöse Seekarte. Oh, wenn Kapitän Toad nur hier wäre. Was, Kapitän Cheout? Der wollte doch zum Museum. Mario, lass uns zurück zum Museum. Toll, ich muss jetzt also einmal rausfahren, damit ich sehe, dass ich den Cheout brauche, um wieder zurückzufahren, wo ich sowieso schon war, ja? Na, ganz toll. Tja, da bin ich wieder. Mal gucken, ob der Kapitän Cheout inzwischen da ist. Sucht ihr Kapitän Cheout? Der existiert in Wirklichkeit gar nicht, musst du wissen. Er ist nur eine alte Legende. Was, alte Legende? Diese Hintergrundmusik, sie ist so toll. Ich und Legende, dass ich nicht lache. Ihr wollt die Seekarte, nicht wahr? Ich schlage euch einen Handel vor. Befördert mich und mein stolzes Schiff zum weiten Ozean. Und meine Karte soll euch gehören. Okay, klingt nach einem Deal. Hey, warte mal! Das Ding gehört doch zur Ausstellung! Es ist die Hauptattraktion! Ja, sorry, Tod mit Brille, aber auf Leute mit Brille hört halt einfach keiner. So, ihr seid jetzt startklar! Wenn ihr euer Schiff noch weiter aufpeppen wollt, mehr Schlote, mehr Nieten, mehr Schwimmingpools, lasst es mich wissen, ja? Bye-bye! Oh, mein Dank ist euch gewiss. Dies übergebe ich in eure fähigen Hände. Die Seekarte zum Glück! Ja geil, jetzt können wir endlich zur Luftschlange. Das ist 1:1 Zelda, da hatte man auch so eine Seekarte, durfte überall hinfahren, es wird alles eingezeichnet etc. Und wir fahren jetzt zu G5, weil da soll irgendeine Pirateninsel oder so sein. Knochenkopf Island, wir kommen! Ah, Nebel! Ist doch kein Problem, wir haben eine Seekarte. Legt sich der Nebel dann auch irgendwann nochmal? Ja, hier ist sie so ein bisschen weg. Wir sind gleich da. Hier irgendwo rechts soll die Knocheninsel sein. Da! Hallöchen, Knocheninsel. Was gibt's denn bei Ihnen so? Sie sehen sehr witzig aus. Das ist 1:1 Zelda. Da ist einfach ein Toad mit Flügel drin. Ein Engelstoad. Oh je, ist ja richtig unheimlich hier. Will ich es mir nur ein oder starrt uns dieser Riesenschädel dort irgendwie an? Oh, gebt der Furcht nicht nach. Ihr müsst diese Insel erkunden. Ich will ihre Geheimnisse erfahren. Ach, weil du das willst, müssen wir das machen. Kommt er wenigstens mit? Er kommt nicht mal mit, hä? Das ist ehrlich, Alter. Er will einfach nur den Ruhm abschnattern und lässt uns dann hier alleine zurück. Wieso guckst du dir diese komische Feuerblume an? Wer bist du überhaupt? Verkaufst du Sachen? Oh ja, edel exquisit und extra günstig. Ich verkaufe Zubehör, es ist gutes Zubehör. So, mir fällt mir nicht ein in Sachen Reklame. Naja, willst du was? Klar will ich was. Ein Münzschrittzähler. Was bringt das? Was zur Hölle? 10.000 Schritte musst du gehen, um eine Belohnung zu sehen. Ja, moin, nehme ich auf jeden Fall mit. 14.000, YOLO. Endlich ein Münzschrittzähler. Warte, wir laufen hier nochmal ein bisschen rum. Wie viele Schritte waren das jetzt schon? 11. Ja, nice. Okay, 10.000 klingt gar nicht so viel. Gut, ich würde dann aber sagen, wir haben jetzt hier den Tearout gerettet. Es ist nicht so viel passiert. Wir haben vorhin kein einziges Mal gekämpft. Aber diese Insel lädt doch dazu ein, dass wir uns die dann in einer extra Folge angucken. Ich bin sehr gespannt, was dieser komische Toad da oben zu tun hat, warum der Flügel hat etc. Also ja, könnt ihr euch auf die nächste Folge freuen.
Und ja, sehen wir uns nächstes Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.